Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pure Arc. Ich bin gerade auf dem Weg nach Hause und der Weg wird mir versperrt von, vielleicht seht ihr ihn da vorne, einem Raptor. So ein Mist. Schwarz mit roten Federn, wie ich das sehe. Ich kann leider nicht erkennen, welches Level der hat, denn ich habe ja noch kein Fernglas und es dauert auch nicht mehr lange, da greift er uns sowieso an. Das ist die Frage Bolan. Und wenn er ein niedriges Level hat, irgendwie umbringen? Vermutlich. Weil wir können es ja einfach mal probieren. Der kommt jetzt ja eh gleich. Genau. Da haben wir ihn auch schon. Oh, er hat ein niedriges Level. Wir könnten es also durchaus schaffen, ihn zu töten, wenn uns nicht alle Speere kaputt gehen. Jawohl, ich sagte, wenn uns nicht alle Speere kaputt gehen. Ja! Wir haben unser Haus verteidigt! Jawohl! Boah, wir werden hier zu richtigen Killern. Guckt euch das an. Das ist jetzt schon der zweite Raptor, den wir getötet haben. Ich sag euch, diese Bolas, das ist schon nicht verkehrt, wenn man sowas hat. Hätte der jetzt natürlich ein Level über 100 gehabt, dann hätten wir das mit den zwei Speeren vermutlich nicht hinbekommen. Ich muss also dringend neue Speere machen und dafür brauche ich Flint. Dann werden wir mal hier ein bisschen auf dieses Steinchen einklopfen. Ich sollte vielleicht auch ab und zu mal was essen. Es geht zum Glück gleichzeitig. Kriege ich überhaupt Flint? Ich sehe immer nur Stein. Ah, da. Okay. Ich glaube, man braucht zwei Flint oder so pro Speer, wenn ich mich nicht irre. Früher oder später müssen die Steine hier eh weg. Ja, wir wollen ja dann hier unsere Mauer durchziehen. Und da will ich halt alles, was man wegmachen kann, wegmachen. Damit wir wirklich den nackten Fels hier haben. So, und jetzt habe ich ja die Taschen voll mit wunderschönem Holzwänden. Ich packe hier erstmal Fleisch und so. Ja, das haben wir alles schon erbeutet. Seht euch das an. Cool. Ein Stack lasse ich mal verderben. Den könnt ihr auch, damit es schneller geht, auseinanderziehen. Nee. So. 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 Ja, dann verderben die alle in 3 Minuten 50. Und das hier machen wir mal an. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Gammelfleisch für Narko-Pfeile. Narkosepötte. Jetzt können wir zum Beispiel hier wieder 2 machen. Herstellen muss man da drücken. So. Wunderbar. Dann packe ich hier mal die Sämereien wieder weg. Das und das. Das und das. Die hier könnte ich einfach mal alle essen. So. Das brauchen wir vielleicht mal zum Zähmen. Okay. Und natürlich unser kostbares Leder. Das ist momentan wirklich unser kostbarstes Gut, was wir haben. So, dann wollen wir doch mal unsere Wände hier in Holzwände umwandeln. Ich habe jetzt 7 Stück dabei. Das reicht mit Sicherheit nicht. Mal gucken, wie weit wir hiermit kommen. Fühle ich mich nämlich schon gleich viel besser, wenn es hier ein Holzhaus ist. Vor allem können wir dann irgendwann auch mal ein paar Fenster reinmachen. Das ist doch auch was Schönes. So, das hier ist... Nee, ist noch nicht die Tür. Hier ist die Tür. Die haben wir schon beim letzten Mal gesetzt. Sehr gut. Okay, es fehlt noch eine. Dann haben wir wenigstens untenrum alles komplett. Ne? Ja, doch, eine fehlt noch. Ah, toll. Ja, wird so langsam, würde ich sagen. Es wird, es wird. Sehr schön. So. Dann werde ich mal hier drüben wieder nach Holz gucken. Obwohl, hier waren so ein paar Troodons. Aber wie gesagt, am Tag sind die nicht ganz so schlimm. Nachts sind die ziemlich ätzend. Da greifen sie einen auf relativ große Distanz schon an. Und die sind vor allem deutlich schneller als man selber, wenn man jetzt nicht extrem viel in Bewegungsgeschwindigkeit geskillt hat, was ich aber eigentlich nicht vorhabe. Also wenn man so 10-20% schneller laufen kann als 100, ist es nicht verkehrt. Aber viel mehr braucht man eigentlich nicht, weil wie gesagt, aha! Irgendwann hat man ja auch, hallo. Oh, die ist schön. Nützt uns aber nichts, dass du schön bist. Ja, das wird hier unser Speer bestimmt nicht mitmachen. Vielleicht haben wir genügend Ressourcen, um gleich noch ein paar mehr zu machen. Jetzt kriege ich die wieder nicht, ohne dass ich hier reinhüpfe, wa? Ist doch schon wieder genau die gleiche Ecke wie vorher. Das Blöde ist, töten kann ich sie von außerhalb des Lochs, looten aber nicht. Das heißt, wir müssen hier gleich wieder reinhüpfen. Wenn die nicht irgendwie rausfliegt. Nee, okay, der Speer hat sogar mitgemacht. Cool. Wenn ich mich hinhocke? Ja!
Guck mal, wir können sie looten, ohne dass wir feststecken. Ausgezeichnet. Sehr gut, sehr gut. Das war jetzt, glaube ich, schon unser dritter Raptor. Ja, ich sage ja, auf der Insel sind die leider nicht selten. So. Mal hier wieder den Wald ein bisschen lichten. Ist mir sowieso viel zu dunkel. Ich finde auch schade, die meisten Wälder, die es hier so gibt, die sind dann immer gleich ziemlich dicht. Es ist dann sehr dunkel, sehr dicht und man sieht immer kaum was. Also so richtig schöne lichte Auwälder oder so gibt es ja eigentlich gar nicht. Ist immer gleich alles Dschungel. Ah, was war das? Oh Gott. Puh. Was dachte ich mir schon? Kompi, wir gehen erstmal irgendwo hin, wo wir die auch sehen können. Hierhin zum Beispiel. Drehen uns um, gehen mal in die Hocke. Hä? Da kommen sie. Ich höre hier aber irgendwas schreien. Irgendwie klingt wie ein Fiume, was getötet wird oder so. Gebt auf, ihr kleinen Drecksviecher. Ja, da war es nur noch einer. Da war es gar keiner mehr. Die kann man auch am besten looten, indem man in die Hocke geht. Ja, sonst sind die sind einfach so klein. Ich glaube, einen haben wir aus Versehen schon mit dem Speer gelootet. Sieht zumindest so aus. Ja. So. Da können wir auf jeden Fall jetzt die unterste Etage endlich mal dicht machen. Ein Glück. Vielleicht ist jetzt auch schon unser Fleisch durch. Und ja, wie gesagt, ne, die obere Etage, die mache ich dann wahrscheinlich off-cam. Weil es jetzt sich einfach schon seit 4 oder 5 Folgen hinzieht, dass wir versuchen, das Haus von Stroh in Holz umzuwandeln. Weil wir werden ja hier auch ständig gestört. Ja, man kommt ja wirklich zu nichts. Und außerdem spawnen einfach die blöden Bäume nicht wieder. Ihr müsst vielleicht einfach mal einen größeren Ausflug machen, weil ich habe immer den Eindruck, wenn man mal eine Weile nicht zu Hause ist, dann spawnen die Sachen viel eher, als wenn man die ganze Zeit hier davor hin und her rumläuft. So. Da haben wir es. Das letzte. Sehr gut. Wie steht es um unser Level ab? Okay, haben wir bald wieder eins. Ich schätze mal noch so 2 Wände oder so bauen, dann haben wir wieder eins. Ja, schön. Fleisch. Sehr gut. Ja, das letzte lassen wir nochmal einkochen. Vielleicht wird es ja nochmal was. Und hier haben wir jetzt auf jeden Fall auch eine ganze Menge... Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr zu nah an euer Lagerfeuer geht, kann das durchaus passieren, dass ihr euch da selber drin verbrennt. Ja. Okay. So, packen wir unser kostbares Leder wieder weg. Sehr schön. Und dann mache ich mir uns nochmal ein paar Speere. Nein, wir können ja jetzt auch Pfeil und Bogen herstellen. Ja! Sehr, 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 sehr gut. So, die, den Bogen haben wir ja in der letzten Folge schon gemacht. Und jetzt haben wir die Pfeile. Den hatte ich hier hingelegt, weil den brauchten wir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Oh, toll. Wahnsinn. Dann lege ich mal dahin die Bola. Naja, gut, es ist schon besser, man hat eine dabei. So, dann legen wir das mal hier hin. Und packen die restlichen Beeren und das restliche Fleisch. Ja, noch eins gegrillt, eins zum Vergammeln, ein bisschen Holzkohle. Wie gesagt, aus Holzkohle macht ihr später Schießpulver. Also es ist jetzt auch nicht blöd, das aufzuheben. Ja, und das restliche Fleisch, na, das kann ja ein bisschen vergammeln. Sehr gut. Ja, ihr habt jetzt, habe ich den Bogen unten drin, ne? Ich habe nur eine Art von Munition, deswegen lädt er die gleich. 0 von 17 steht jetzt hier. Da also jetzt 17 Pfeile zur Verfügung. Und ich würde ja gerne mal irgendwie auf eine erhöhte Position, wo die kleinen Troodons nicht raufkommen und dann vielleicht schon mal welche erschießen oder so. Das wäre natürlich toll. Weil also spätestens, wenn wir hier wieder nachts unterwegs sein sollten, dann wird das richtig gefährlich, wenn wir die hier vor der Haustür haben. Die machen nämlich Torpor-Schaden. Die machen selber gar nicht so wahnsinnig viel Schaden, eigentlich einen richtigen Schaden, sondern eben sehr viel Torpor-Schaden. Also nach 2, 3 Bissen, dann schlaft ihr auf jeden Fall ein. Und dann fressen die euch halt so langsam auf.
Das ist ziemlich unangenehm. Allerdings, wenn ihr eine sehr, sehr, sehr gute Rüstung habt, da hinten läuft einer, aber der ist so weit weg, den treffe ich im Leben nicht. Wenn ihr eine sehr gute Rüstung habt, kann es sogar sein, dass die überhaupt gar keinen Schaden auf euch machen, außer Torporschaden. Aber da die ganze Zeit weiterhin auf euch einbeißen, wacht ihr auch nie wieder auf. Das ist so eine ewige Spirale. Das ist richtig, richtig ätzend, wenn man sowas dann hat. Na gut, dann fäll ich jetzt hier noch ein paar Bäume und baue noch irgendwie 3, 4 Wände, brauchen wir ja wohl mindestens noch. Und dann haben wir bestimmt schon wieder ein Level up und ich glaube, dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Versucht die immer so um die 20 Minuten zu halten. Ja, die allererste war, glaube ich, deutlich zu kurz. Dafür war die zweite deutlich zu lang. Und jetzt versuche ich das hier irgendwie so zu managen, dass es ganz gut passt. So. Ah ja. Sehr gut. Schade, war kein Level up. Na du? Pass bloß auf, ich will dich nicht treffen. Das war ja klar. Na toll, was fehlt uns denn jetzt schon wieder? Wahrscheinlich Flint. Hier unten war auch, glaube ich, nochmal ein Raptor, kann das sein? Wir haben ja hier mal in die Klippe runtergeschickt. Ja, Level up. Na, ich höre dich doch, ich höre dich doch. Blöde, blöde Ameise. Aber sah aus, als wäre es tatsächlich mal nur eine. Cool. Oh, toll, ein schwarzer Tirizino. Ja, auch mit Vorsicht zu genießen. An sich jetzt so nicht gefährlich, aber wenn ihr ihnen eben zu nahe kommt, ihr müsst wirklich sehr nah rangehen, dann greifen die euch auch an. Und ich meine, guckt euch die Krallen an, die bringen euch auf jeden Fall um. Und wie gesagt, das ist ja eins der Tiere, von denen ich glaube, mit denen kann man ganz gut Bossfights machen. Und da ich jetzt nicht vorhatte, mir irgendwie eine gigantische Rex-Armee zu züchten, weil ich glaube, damit machen es halt die allermeisten. Und es ist einfach mal interessant zu sehen, ob andere Tiere das nicht vielleicht auch hinbekommen. Ehrlich gesagt habe ich das selten mit anderen Tieren gesehen. Außer eben, wenn es mehrere Leute mit Waffen waren, dann sind die auch mal auf anderen Tieren da drin gewesen. Aber meistens sieht man das halt mit Rexen, das ist irgendwie langweilig. Deswegen dachte ich hier mit Tirizino, Baryonyx, vielleicht Thylacoleo oder so. Dann mindestens immer ein Pärchen, dass die halt diesen Mate-Boost bekommen. Ja, das ist dann schon ganz cool. So, wie sind wir denn zu Hause angekommen? Hep. Hallo. So. Setze ich hier mal die Wand ein. Sehr schön. Dann gucken wir uns nochmal hier unser Level up an. Das gebe ich mir auch erstmal wieder auf Leben. So 200, wie gesagt, mindestens. Dann werde ich, glaube ich, nochmal ein bisschen was in Gewicht geben und dann wieder auf Leben. Ach ja, und Resistenz müssen wir ganz dringend mal erhöhen. Dass wir ein bisschen mehr hier mit dem Klima zurechtkommen. Schade, dass er sich nicht merkt, dass er mir nur die Ark-Sachen zeigen soll. Man kann sich natürlich auch nur die Scorched Earth-Sachen zeigen. Aber das nützt mir hier nichts, weil ich die Materialien nicht habe. Man kann sich auch nur die Tech-Sachen anzeigen lassen. Aber, naja, nur die Ark-Sachen. Also er merkt sich das nicht. Jedes Mal, wenn ich das außen wieder anmache, ist wieder beides zu sehen. Das ist ein bisschen doof. So. Holz, Zaun. Oh, ein Schrank ist aber auch nicht unwichtig. Was haben wir denn hier noch? Lederklamotten können wir jetzt auch lernen, aber wir können jetzt auch grüne Loots aufmachen. Da können auch Lederklamotten drin sein. Wo ist denn die Fensterwand? Hätte die nicht schon längst kommen müssen? So ein paar Fenster ist schon nicht schlecht, wenn man mal so ein bisschen Licht ins Haus lassen kann. Nicht immer die Tür aufmachen muss, um zu gucken, ob draußen was Gefährliches ist. Dann kommt es nämlich im Zweifelsfall auch rein. Hier, glaube ich, erst mit Level 20. Das ist ja doof. Na gut, dann lernen wir eben das Dino-Gate. Das brauchen wir ja irgendwann auch. So. Okay. Was machen wir jetzt noch? Ich glaube, wir haben noch irgendwie so um die 5 Minuten oder so. Wir gehen nochmal auf die andere Seite. Oder gibt es hier irgendwo... Ist das ein weißer Loot? Oh, ich kann es immer gegen das Licht nicht erkennen. Aber es ist natürlich nicht blöd, wenn wir hier auch mal ein paar mehr von den Loot-Dingern aufmachen. Vor allem, das ist, glaube ich, auch ein weißer. Aber da hinten ist es, glaube ich, zu gefährlich. Also das ist ein weißer. Das können wir natürlich versuchen, ob wir das schaffen, dahin zu rennen. Wow, jetzt sind wir beinahe abgestürzt.
Da hinten sehe ich einen grünen. Ich weiß aber nicht, ob der noch auf der Insel ist oder ob der schon auf der anderen Seite vom Wasser ist. Ja, und wenn wir hier nämlich mal ein bisschen weggegangen sind, vielleicht kommen wir dann auch ein paar Bäume wieder zurück. So. Müssen wir nur ein bisschen vor den Ameisen aufpassen da unten. Die waren ja gleich wieder hier. Da, ich habe sie schon gesehen und ich höre sie auch. Aua. Wie gesagt, ich glaube, hier unten war auch irgendwo ein Raptor, wenn der nicht schon hochgekommen ist. Wenn er nicht einer von denen war, die in dem Loch saßen. Oh, erstmal einen Schluck erfrischendes, kühles Wasser trinken. Ist er noch da? Er ist noch da. Da läuft aber schon wieder ein Para weg. Ich höre es doch, da war schon wieder eine Ameise. Ja, da hinten ist ein Grüner, aber das ist ganz schön weit. Los, Ausdauer! Sehr schön, sehr schön. Also ich hatte schon öfter das Pech, komme dann da an und man macht's puff und dann ist er genau vor meiner Nase kaputt. Ach, da hinten ist der erst. Oh Gott, haben wir ja doch noch eine Ecke. Ja, ist eigentlich auch ganz nett, ne? Man könnte hier zum Beispiel auch irgendwie sein Hafenhaus hinbauen oder so. In dem anderen Spielstand hatte ich meinen Hafen da drüben, rund um den roten Obelisken. Ist auch sehr schön. Kann man mal was essen. So, ich esse jetzt hier nichts. Ah ja. Oho, es ist ein halbes... Huch. Ein halbes Strohhaus. Na gut, das nützt uns jetzt nichts. Aber wir können natürlich diese Strohsachen hinstellen und wieder abreißen und bekommen dann Ressourcen dafür. Aber Stroh brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Oh, der sieht ja schön aus. Grün-schwarz, cool. Level 4. Nö. Ach ja. So, da geht dann die Sonne auch wieder unter. Nochmal ein Stück Fleisch essen. Dann mache ich mich schon wieder auf den Weg nach Hause. Und ja, dann ist die Folge, glaube ich, auch schon wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Pure Ark. Und da drüben ist doch ein Raptor. Ich wusste doch, dass hier noch einer war. Bis dann. Ciao, ciao.